So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade Adi Schatz. Der ist jetzt hier hintergewandert. Und wir brauchen erstmal ein Thumbnail. Deswegen nehmen wir uns dieses eine Paket, was hier oben ist, und machen kurz so. Denn das heutige Unboxing zeigt euch den Wurstbaron. Und das ist so speziell. Das klingt schon wieder richtig heftig. Das ist der Wurstbaron. Den schiebt man jetzt mal ein Stück in die Richtung. Packen das mal oben drauf und reden zuallererst von diesem Paket. Das ist ein Paket, das habe ich heute abgeholt mit Pupsi von der Post. Dann hat sie gesagt, das ist aber für Ostern, das kannst du noch nicht auspacken. Zum Glück weißt du nicht, was drin ist. Was sieht man aber hier auf diesem Karton? Da sind überall Bierflaschen drauf und abgebildet. Und das Beste ist, hier ist ein Aufkleber, da steht Obacht, sauwichtiger Inhalt in Klammern Bier. Bier aus Franken online bestellen bei mybier.de. Also, von wegen, man weiß ja nicht, was drin ist. Hier stehen nochmal 12er. Hier sind auch nochmal überall Flaschen drauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, da ist Bier drin. Für Ostern als Ostergeschenk. Weil ich aber kein Schwein bin, sondern ein was anderes. Eine Potsau, genau. Stellen wir es hier ab. Und lassen uns das zu Ostern schenken und wissen bis dahin nicht, was da drin ist. Dann ist was gewesen, das hier, das kommt von Plyon Pictures. Ich wusste nicht, was das ist, Pupsi wusste nicht, was das ist, aber dann ist mir was eingefallen. Ich habe vor ganz langer Zeit mal diese Saw-Box vorbestellt, die es dann geben sollte, mit allen Teilen drin, wo auch Saw Spiral drin ist und Saw 10. Ich habe damals schon mal eine Saw-Box gehabt, da waren aber nur Teil 1 bis 6 oder so drin, die war immer cool. Uncut damals aus dem österreichischen Shop rausgekribbelt und jetzt gab es eine neue Box, wirklich mit allen Teilen komplett. Und da ich letztens mit Pupsi erst Saw Spiral geguckt habe und fand den eigentlich ganz cool, habe ich mir gedacht, bevor ich den 10. mir extra hole und gucke, kaufe ich mir lieber die Box. Und diese Box müsste jetzt hier drin sein. Jetzt leg mal das zur Seite, das zur Seite, das wieder für Jonas zum Spielen. Da freut er sich wieder und haben jetzt hier unsere Saw-Box drin. Ich habe noch nie so eine geniale Verpackung oder Tasche gesehen. Holen die jetzt hier raus, haben das jetzt hier, die Saw 10 Film Collection zum 20-jährigen Jubiläum. 20-jähriges Jubiläum von Saw, eine Box. Hier sieht man, da ist auch noch ein Büchlein mit drin. Hier habt ihr die 10 Film Collection, steht da drauf. Nochmal ein Pappschuber, also das holst du raus, da ist da alles drin. Das ist ein extra Karton, wo das dabei ist. Und du siehst hier also nochmal Saw. Der Director's Cut, Saw 2, US Director's Cut, Saw 3 Director's Cut, Saw 4, 5, 6, 7, Jigsaw, Saw Spiral und Saw X, also Saw 10. Wirklich alle Teile drin. Das heißt, ich brauche meine andere Saw-Box eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, die sind auch alle uncut, aber mittlerweile ist ja alles, was erscheint, immer uncut. Weil früher war es anders und heute ist es halt so. Wie findet ihr das Cover? Da ist ein fettes, großes X drauf. Saw 20-jähriges Jubiläum. Wir können ja hier mal kurz reinschlitzen, ganz vorsichtig. Mal diese Folie abmachen. Der Wurstbaron und die Sau Collection. The Saw, die Sau. Damals, als wir Wrestling gemacht haben mit unseren Homies im Garten, hat sich der Mathieu immer The Saw genannt, also die Säge. Und ich habe immer gesagt, The Saw, die Sau. Das war mein Spitzname immer für ihn. Das ist eine Karte gewesen jetzt hinten. Die kannst du einfach abnehmen. Und dann hast du auf der Rückseite, also von dieser Box, auch nochmal das Jigsaw-Gesicht. Das finde ich wirklich cool. Das sieht schön aus. Diese Karte kannst du hier am Rand mit reinschieben. Die muss nicht wegfliegen, die kannst du hier mit reinschieben, dann ist sie einfach auch da. Jetzt, wenn du das hier rausnimmst, hast du also hier einen richtig hochwertigen, fetten, dicken Karton. Hast hier also dann dein Büchlein, Saw, hinten nochmal der Jigsaw drauf. Und dann kannst du hier durchblättern und siehst hier halt
irgendwelche wichtigen Sachen zu den einzelnen Filmen, kleines Taschenbüchlein, ein eingespieltes Team und so weiter. Du hast zu jedem Film, also hier Hintergrundinfos, nochmal irgendwelche Behind-the-Scenes, irgendwelche Bilder dabei. Saw war von 2004. Und hier hast du dann auch immer neben den Texten Bilder. Erste Szene oder Endszene oder wie auch immer. Die erste Szene wacht auf in dem Raum. Siehst du hier, oh mein Gott, da hat einer hingeblutet. Was ist da passiert? Ich schneide mir erstmal das Bein ab. Das ist The Saw, die Sau. Und wenn wir es jetzt hier haben, rausgeschoben, sehen wir hier auch nochmal. Das ist so richtig zum Aufklappen. Der Doktor. Und dann klappst du das hier auf und hast hier nochmal die Hautmütze, ne? Und hier die Frau. Und dann klappst du es aber nochmal auf und nochmal. Und dann hast du hier von Linkin Park den Chester, ja? Und dann klappst du es aber nochmal auf. Und das ist eine Box, ich sag's euch. So muss eine Box aussehen. So hätte ich mir die Gomorra-Box gewünscht. So einen richtigen Papp zum Aufklappen mit allen Staffeln drin, mit allen Folgen, 21 DVDs oder halt jede Staffel für sich, wo da 5 DVDs drin sind und so weiter, aber das ist echt genial, das ist echt schön, das sieht wirklich mega aus. Jetzt schiebt man es alles wieder hier rein, legen es hier zur Seite und kommen schnell zum Wurstbaron, der darf nämlich nicht warm werden, steht extra hier nochmal drauf, ne? Kühl. Lagern. Ich weiß auch nicht, ob das ein Fehler ist, dass ich hier die Gardine nicht zugezogen habe. Aber die Sonne scheint ja gerade nicht so extrem. Dachte ich, so sieht man, dass das nicht mitten in der Nacht ist, sondern irgendwie trotzdem noch so ein Tagesfeeling hat, ein bisschen. So, jetzt machen wir das mal auf. Legen das mal hier raus. Hier ist ein Netz. So ein, hier wieder das, das kommt alles fort. Das kannst du auch fortbauen hier. Alles so Verpackungsmaterial, Zeug, Kartonagen, Bums. So, ich stelle das einfach mal hier hin auf das andere und zeige euch jetzt hier: haben wir erstmal Salami-Brezen. Zwei Packungen. Saugurt, Salami-Brezen. Jalapeno. Salami Mini Brezen Jalapeno scharf 7 Stück. Also, Sandra hat das ja bestellt, weil sie gesagt hat, sie hat da eine Wurst entdeckt mit 13 Millionen Scoville angeblich. Die wollte sie mal bestellen und hat sich umgeguckt, dass jetzt hier noch ein paar Salami Brezen drin sind mit Jalapeno. Die sind bestimmt nicht so extrem scharf. Die kann man also zwischendurch immer mal naschen, immer mal probieren. So, kommt das zur Seite. Dann, was ich mega genial finde oder was ein Hannes auch mega genial gefallen müsste, wir haben hier zum Tragen mit Griff ein Dreierpack. Wie soll ich es euch denn zeigen? Wurstbaron, jetzt entdecken. Guckt euch mal das schöne Bild an. Da sitzen sie hier in der Hütte und freuen sich. Hier oben, wenn man reinguckt, sieht man schon was Bayerisches, das bayerische Putztuch. Da guckt eine Dose durch und wenn ihr vorne drauf guckt, seht ihr hier neu die erste Gosmoas in der 1 Liter Dose. Das ist eine Gosmoas in der 1 Liter Dose. Wir haben ja auch schon mal eine Gosmoas gemacht, wir haben eine Odelmoas gemacht, wir haben Koreamoas gemacht, Schneemoas. Wir testen immer Maßgetränke und jetzt hat diese Seite der Wurstbaron, die haben exklusiv schon fertig gemischte Gosmoas in Dosen, nicht nur in 0,5er Dosen, eine halbe Goss. Die haben auch 1 Liter Gosmoas da drin. Das ist ja eigentlich ein Getränk, ein Bier und Cola und Kirschlikör und das alles zusammengemischt für was richtig Gutes. Die müssen wir also mal aufmachen, mal probieren. Erhältlich ab 16 Jahren. Weißbier nach bayerischer Braukunst. Steht alles nochmal drauf, auch Bier, Cola, Kirsch. Das müssen wir uns aber richtig angucken, wenn wir dann das Tasting machen von der Gosmoas im Karton in der 1 Liter Dose für das 1 Liter Maß, für den 1 Liter Maßkrug, der dann nachher kommt. Hier ist was Braunes.
im Papier ein Wurstglas. Ist das überhaupt Wurst? Es ist La Nutria Nobil, 100% Produkt aus Italien, Picante, Spicy. So, Nutria 80%, Schweinefleisch, Picante, kalabrische Chili-Creme, 5% scharfe Chilis, 95% Salz, Gewürze, Dextrose, Phetamin, Bio-Olivenextrakt. Das ist also ein pikanter Brotaufstrich aus Schweinefleisch mit Chilis hergestellt und Schweinefleisch. Also, das klingt erstmal wieder total schmierig und fettig. Ich hoffe, das hat Pupsi für sich bestellt. Pikanter Brotaufstrich. Ich habe immer noch im Regal da drüben diesen komischen Schinkenmarmelade rumfliegen. Das ist auch wieder so was Spezielles. Jetzt haben wir hier fürs Auto vorne, könnt ihr euch rein, damit die Scheibe nicht zufriert. Der ist extra so ein Kältebeutel. So, wie macht man den auf? Der sieht ja richtig verranzt aus. Dieser Kältebeutel, dieser Verranze. Machen wir den mal auf und gucken hier rein. Und seht ihr das? Da ist jetzt die Wurst drin. Was haben wir da jetzt aber für Wurst? Wir nehmen erstmal hier vorne raus. Da ist ein Osterhase. Auf einer Salami drauf. Das wird eine schöne Ostersalami sein. Weil ich total bekloppt bin, krieg ich da noch eine zweite hinterher. Da kommen jetzt wieder die Marktschreier. Salami, Osterhase, Daumen hoch. Salami, extra scharf. Speck, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, natürliches Capsicum-Aroma. Also bis jetzt gab es ja immer eine Ostersalami und eine Weihnachtssalami, aber eine extra scharfe Ostersalami hatte ich bisher noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob die scharf ist. Dann habt ihr hier Wurstbaron Chorizo. Soll das die sein? Chorizo, extra scharf. Schweinefleisch, Speck, Salz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, natürliches Capsicum-Aroma. Warum bestellt Pupsi so viele scharfe Wurst? 16.04. haltbar, okay. Wurstbaron Chorizo. Ich bin ja jetzt nicht so der Wurstmann und der Fleischfreund und keine Ahnung. Aber welches ist jetzt was? Gut, dann nehmen wir kurz die. Hier haben wir drin Fleischers Döner-Style. Hülle entfernen, Döner auf eine Stirnseite stellen, mit Messer Flakes herunterschneiden, wie beim echten Döner, in der Pfanne mit Öl brutzeln, anrichten wie gewünscht, genießen. Also ein Döner-Fleisch-Darm, ein Fleischers Döner-Style, ist gefühlt ein kleiner Mini-Dönerspieß, den ihr hier so nehmt und euch abschabt und grillt und macht und tut. Ich dachte, es ist einfach eine Fleischwurst und die isst sie einfach so, aber es ist wieder mega kompliziert. Pupsi, das musst du mal machen. Da lasse ich die Finger von, da kenne ich mich nicht mit aus, mit so einem Fleischspieß. Und jetzt haben wir nochmal Wurstbaron Chorizo. Hier steht auch drauf, Chorizo extra scharf. Stand das bei der auch? Chorizo extra scharf, Chorizo extra scharf. Schweinefleisch, Speck, Salz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, natürliches Capsicum-Aroma, Konservierungsstoff, Natriumnitrit. Weiter steht da gar nichts drauf, das wirkt also auch nicht so brutal. Aber auf der Seite war das beworben, eine 3 Millionen, ich weiß es nicht. Das könnt ihr ja mal rausfinden, wenn ihr auf die Wurstbaron-Seite geht. Ich glaube, 3 Millionen soll die haben. Ich finde es schade, dass es irgendwie nicht gekennzeichnet ist. Also, dass man da auch einfach draufschreibt, extra scharf ist ja das eine. Aber wenn die 3 Millionen haben soll, hätte ich mir gewünscht, dass hier auf der Verpackung nochmal irgendwo ein Ausrufezeichen ist, ein Warndreieck, nochmal 3 Millionen Scoville, Vorsicht, nicht für Kinder geeignet, heftiges Produkt. So sieht das halt so chillig aus, wie eine normale Wurst, weil es sind 2 drin. Ich dachte, das ist erst eine normale, aber das ist dieselbe nochmal und ja, keine Ahnung, also sieht gar nicht so brutal aus. Ihr habt einen Eisbeutel. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet. Das ist wichtig, denn da ist Wasser drin. Das kann man dann einfrieren. Dann habt ihr einen schönen Eisbeutel. Der ist auch jetzt noch schön kühl. Das finde ich gut. Und da ist auch noch ein zweiter drin. Ihr habt 2 Eisbeutel. Könnt ihr euch auch hier so ranpacken und dann
Oh, Juicy Oh Noble. Und dann sind wir schon wieder bei den Supermelon Bonbons. Ja, das sah jetzt in der Postfiliale einen Tag und jetzt ist es halt hier. Aber das ist immer noch übelst kalt. Diese Tasche ist richtig genial. Das hat das richtig schön gehalten. Auch wenn es jetzt nicht mehr gefroren ist, ist das trotzdem noch schön kalt und das passt. Ich bin mal gespannt, wenn wir diese Wurst testen. Die müssen wir unbedingt in dem Video mal testen. Da kann ich euch auch nochmal genau sagen, wie viel Scoville die hat. Und in dem Video kann ich vielleicht auch die scharfe Salami testen. Also ich eine Scheibe Salami mal so probieren. Eine Scheibe von der Chorizo. Das war das Wurstbaron-Paket von Pupsi mit unglaublicher Gossmaß, was ich auch richtig toll finde. Wusste gar nicht, dass es das da so gibt, obwohl ich glaube, der Hannes hat das schon mal auch erzählt. Ich habe das aber noch nie gesehen, dass man sich das irgendwo bestellen konnte. Jetzt ist es hier im 3-Pack statt 6-Pack, im 3-Pack, also im 3er-Pack. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und was sagt ihr zur Saw 20 Jahre Jubiläums Edition? Die sieht auch herrlich aus. Wieder Wurstbaron. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.